Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Ja, wir sind hier immer noch bei unseren, ja, sage ich mal, Nebenquest oder beziehungsweise Orte aufdecken. Diese kleinen Zeichen, die man immer so hat. Ich hätte auch mit Schwert machen können, aber ich hatte schon mal das Erlebnis, da ich einfach nur daneben haue. Deswegen dachte ich einfach mal, mit Feuer geht's einfacher. Hat ja auch gewirkt, ne? Wir haben jetzt so ein Gratisfleisch. Und wir müssen unser Fleischvorrat ja eh so ein bisschen wieder auffüllen. Plötzlich steht hier immer noch. Plötzlich da. Kann man machen, muss man nicht. Ach, wo renne ich denn hin? Ich will ja die ganze Zeit dahin. Jetzt bin ich hier schon wieder in diese... Ja, das ist doof gelaufen jetzt. War ich total verwirrt. Ich wollte gar nicht dahin laufen. Wir wollen ja hier zu unseren Zeichen hin, ne? Wir wollen ja hier die Fragezeichen alle aufdecken. Oder was heißt wir? Ich zumindest. Aber ich nehme euch da einfach mit. Da habt ihr keine Wahl. Schnelles Ende. Also muss das sein. Ich hoffe ja, dass wir bald mal unser Level up hier kriegen. Und dann ist das Ganze nämlich auch gut so. Dann können wir wieder ein bisschen was machen. Ich weiß gar nicht, welches Level wir sind. Oh Mann, ey. Ich speichere mal vorsichtshalber. Bei Leben, klar, füllt sich so ein bisschen wieder auf. Das sieht aus wie ein Barbarenlager. Oh, das sind aber ein paar wenige. Das will ich sehen. Das will ich echt mal sehen. Ja, vier habt ihr nicht drauf, aber ihr habt mich ein bisschen erwischt. Komm. Ah, siehst du, da hat sich Betäuben ja ein bisschen bezahlt gemacht. Oh, jetzt dürfen die wieder endlich ins Dorf zurück. Oder in ihren, was auch immer, Umschlagplatz oder so. So sieht es zumindest aus. Schön, wenn das alles so friedlich ist. Das ist echt, echt toll. So einen Händler haben wir hier auch. Da gucken wir natürlich nach, ob der irgendwas Schönes hat. 50 Dinger kriegen wir dafür. Wir plündern hier alles. Zwergenschnaps, sehr schön. Ein paar Kronen. Da ist der Kaufmann. Mit denen schnacken wir gleich. Wenn du ein Problem hast, hol Geralt von Riva. Genau, so muss es sein. Was? Komm, zeig mal. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Und ich möchte... Alter, hat ja viel. Und ich möchte bitte... Nachlass haben. Ich guck mal alles hier. Kleine. Ich weiß nicht. Also, er hat zwar was, aber nicht so cooles irgendwie. Naja, dann verkaufen wir unser Scheiß hier eben halt noch. Nur ein bisschen leichter noch, ne? Und... Den erleichtern wir auch noch um ein bisschen Geld. Dann reicht der auch schon. Bis dann. So muss es eben sein, ne? So, zack. Ja, und dann geht's weiter in der Reise. Jetzt können wir ein bisschen südlich, ne? Ah, oh, hier haben wir auch so viele. Ach komm. Ach, was soll's. Ich will das einfach weg haben. Wir haben so viele. Wir haben einfach zu viele. Ich weiß gar nicht, wohin hier über. Ich hab dich in Hüsima gesehen. Sie werden ihre gerechte Strafe erhalten. Ja, die haben ja schon die gerechte Strafe erhalten, weil die weinen jetzt nicht mehr unter uns. Ist das immer eigentlich gute Zeichen, wenn Geralt das sagt? Dass der Wind so ein bisschen heult? Weiß ich nicht, verlassen das schon. Alle zusammen! Oha. Oh.
Hurensohn. Nö. Da waren aber richtig viele. Meine Fresse. An was glauben die denn? An der geflügelte Scheune oder an die geflügelte Windmühle? Jetzt ist er wieder stolz, ne? Schön, wenn alles so friedlich ist. Yeah! Gerald, danke für alles. Bitte. Wisst ihr, da macht immer eine Mark. Brot gekriegt, schön. Öl. Kron. 2 Kronen. Rehhaut. Öl. Ich sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Eins mal überschlagen oder? Noch ein Brot. Schön, schön. Das Schöne ist wirklich. Oh, da ist ein Kräuterhändler. Das ist doch nur leeres Geschwätz. Schon mal Baumrinde. Was? Was? Ich will handeln. Hast du was Interessantes? Immer doch, ne? Was hat der Schönes? Wir gucken mal hier. Kruftvibe absurd. Genius. Wasservibe. Weiße Möwe. Schneesturm. Wir kaufen das einfach, weil wir es können. Ah, der will nichts haben dafür. Oh, jetzt haben wir wieder gar kein Geld mehr. Also wir haben noch Geld, aber habt ihr ja gesehen. Ne? Lebt wohl. So, und dann würde ich ja sagen, dass wir gleich mal gucken, was wir eigentlich so herstellen können. Beast Absurd. Relikt. Beastmutter gehen. Greifen wir Absurd. Erlittener Schaden erhöht für die restliche Kampfdauer für Schadenresistenz eine Obergrenze erreicht ist. Ja, wir müssen ja alles mal hier so herstellen. Weiße Möwe, mildes Hexer Halluzinogen. Halluzinogen. Oh, Teufelsbewusst. Giftschaden. Schneesturm noch. Immer wenn du einen Gegner tötest, verlangsamt sich vorübergehend die Zeit. Oh, das ist gar nicht schlecht, wenn man in eine Gruppe reist oder so, ne? Da. Verbessertes Konstruktöl. Ja, da haben wir ja jetzt aber schon wieder ordentlich was hergestellt, muss ich sagen. Na, holla die Waldwehe. Cool. Die Frage ist nur, wo gehen wir jetzt hin, ne? Wir haben ja hier so extrem viele Sachen noch zu machen. Ach, wir reiten hier einfach mal die Küste lang, ne? Wer weiß, was noch kommt. So, wir müssen dahin. Viele Meter sind es nicht, wir speichern auch. Können wir eigentlich jetzt, ich habe gar nicht geguckt, wenn wir das so haben. Ach so, das sind die Absurde. Eine Ladung, eine Ladung. Ach, die müssen wir denn da auch so reinziehen, okay. Ich würde mal gerne wissen, ob die denn aufgebraucht sind. Das können wir ja mal wirklich, wenn wir so ein Wasservibe haben oder so, mal wirklich anwenden, um dann mal zu schauen, was da so los ist. Warum sind da schon wieder welche? Das ist einfach nur ein Fehler, oder? Dass der da immer Gegner anzeigt? Wir befreien doch jetzt ja nicht schon wieder ein Dorf. Nee. Also die Hütte, die ist Markierung Waldhütte. Was ist denn mit der Waldhütte? Oh. Der hängt aber ab hier. Das war mal ein Brunnen oder so. Okay. Kuhmilch. Leere Flasche. Kuhmilch. Alte Schafsfell. Oh shit, ey. Was ist denn hier passiert? Mutter mit Kind. Der Vater hängt draußen. Oh Mann, ey. Das ist wieder Bieder, ey. Bläh. Einfach gewalttätig, die ganze Gegend hier. Ihr wartet bestimmt, ne? Wir ziehen dir die Haut ab! Reiß dir die Eier auf! Alle zusammen! Oh. Nike aber schlecht reagiert. Flucht uns! Komm zu Papa!
Ja, und zack, sind wir überladen, ne? Ich hasse ja die Scheiße. Krieg ich hier noch? Ach, da ist eine Truhe. Wollte schon sagen, muss er hier noch was kriegen. Morana Runenstein im Tierpelz. Cool, wieder können wir was lesen. Vikovarische Klinge. Nilfgaardischer Zitronenwodka. Zwergenschnaps. Okay. Sie drangen in die Hütte ein und begannen mit der Durchsuchung. Zuerst besahen sie ein Bett. Sie fanden trockene Zweige. Ein erster Hinweis. Denn Werwölfe kehren nach der Jagd nach dem Morgengrauen zurück. Und an ihren Pfoten tragen sie die Reste des Waldes. Der zweite Hinweis fanden sie unter dem Bett. Ein Wolfspelz. Sicher hatte der Werwolf sich damit bekleidet, als er sich beim Sonnenuntergang verwandelt und ihn wieder abgelegt, als er am folgenden Morgen zum Manne wurde. Mit diesen starken Indizien beenden sie die Überlegungen und begannen mit der Jagd. Sie schworen, den Lykanthropen zu finden und ihn in Silberketten zu legen. Müsste. So, ich müsste irgendwie hier... Galgengasse. Kann man da verkaufen? Nee. Wir müssten irgendwie nach Schwarzzweig erstmal zurück und dann können wir die ganze Küste wieder gen einwärts. So machen wir das auch. Das heißt, wir holen uns Plätze. Wo willst du denn hin? Bleib doch mal hier. Und dann werden wir das erstmal denn so machen, weil wir sind ja einfach wieder viel zu schwer. Aber die ist hier hin und her gereite, ist gar nicht so schlimm und gar nicht so schlecht, weil man macht natürlich ordentlich Kies. Und ich weiß nicht später denn, wie die Preise sind, wenn wir jetzt in Novigrad sind oder in Skellige, wie das allgemein aussieht. Oh Mann, ey, ich treffe gar nichts, ey. Na, den haben wir doch. Komm schon. Ich bring dich um. Oh, voll vorbei. Aber den haben wir. Naja, du bist ja nur noch alleine, also da brauchst du nicht in Mehrzahl reden. Komm schon, komm schon, komm schon, das kriegen wir hin. Puh. Easy peasy. Oh, der sieht aber... Eieieiei, ne? Ah, der müsste doch eigentlich noch leben, oder? Der ist doch nicht gleich Matsch, denn... Müsste doch strampeln noch. Das geht natürlich nicht, ne? Der kann natürlich nicht strampeln. Der ist ordentlich Matsch. So, gut. Naja. Die wollten es ja nicht anders haben. Ja, ich finde ziemlich geil, ne, dass hier auch so Pferdekämpfe so dabei sind. Ne? Also, dass man wirklich sagen kann, die haben sich hier was ausgedenkt. Ne? So, Waffenschmied. Ich hoffe, du hast hier noch Geld bei. Was denn? Oh Gott, ey, sind die alle freundliche. Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. Ah, nur vielleicht. Wir wissen noch nicht. Was hatten wir Schönes hier? Wow, neues Silberschwert. Hier auch nochmal. Und eine neue Stahlwaffe. Ach, fuck, ey. Ich würde es haben. Warum kann ich das nicht haben? Stufe 13. Ja, so weit sind wir noch nicht. So, wir verkaufen erstmal hier. Für 6 kannst du alt einschmelzen hier, die Scheiße. Das Holz besonders. Das werden wir alle hier los. Ein Streitkolben. Ach Mann, sind wir fett, ey. Gut. So, das haben wir denn. Naja, 4 haben wir nicht gemacht, aber 104. Wir gucken erstmal, ob wir was Neues herstellen können. Von den ganzen Sachen. Glanz können wir herstellen. Ja, das machen wir auch. Da sparen wir uns nämlich Geld. Glanz hergestellt. Ne, mehr brauchen wir ja nicht. Wir haben Glanz hergestellt.
So, und Lanz war ja jetzt eine Silberwaffe, ne? Und dann können wir uns noch die Stahlwaffe kaufen. Die hier. 124. Ja, und dann ist doch schon mal wieder richtig geil. Bist du wieder aufgerüstet. So, wir gucken mal. Wir wechseln das natürlich aus. Zack. Zack. Also für die kriegen wir jetzt noch richtig Geld, ne? Klar, wir haben jetzt nicht mal betäuben. Aber wir haben neue, 100%ige Waffen. Und so soll es eben sein, ne? So, die verkaufen wir aber schnell nochmal. Ich sehe mich. So. Zack. Und zack. Ja. Haben wir ja eigentlich gut, gut gemacht. Bis dann. Also ich finde, wir haben es nicht schlecht gemacht. Cool. Mama sagte immer, dass man nicht mit Fremden reden soll, aber ich rede gerne mit Fremden und weil das macht einfach Spaß. Der Hund sah lecker aus, ne? Das ist bei euch auch manchmal, wenn ihr das spielt. Hat ihr einfach so eine Ziege, eine Kuh, was auch immer seht. Einfach denkt so, meine Fresse. Oh, aha. Da haben die mir aber ganz schön jetzt gebumst, ne? Ach, Mann, ey. Naja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt hier so richtig gelohnt hat. Wir haben jetzt auch ordentlich hier auf die Gusche gekriegt. Aber ist auch das Problem, wenn die hintereinander so angreifen, ne? Kriegt ja da die ganze Zeit eigentlich nur auf den Kopf, ey. So, hier hinten waren noch welche. Warum ist denn das hier so ein großes Rudel? Wie schmeckt dir das denn da? Oh Mann. Naja, zufrieden bin ich jetzt nicht. Muss ich sagen. Also, das hätte echt anders ausgehen können. Na, Hunde sind aber auch so das Scheißhunde. Hunde sind immer scheiße. So, hier kommen jetzt Ertrunkene. Oder auch nicht. Mahakama, Stahlschwert. Mhm. Notizen eines Straßenräubers. Und da heißt es, Verbrechen würden sich nicht auszahlen. Haha, größer Schwachsinn habe ich mein Leben nicht gehört. Es zahlt sich aus wie verrückt. Bei einem alten Sack haben wir so viel geholt, dass wir es in einem Jahr nicht versoffen kriegen. Selbst wenn wir Mahakama-Schnaps trinken wie Wasser und mit trockenen weißen Bocklee nachspulen. Lasst die Leute des Kokolores von den Göttern brabbeln, dass sie uns strafen und was nicht alles. Ich bin zu alt für Märchen. Nun, nächster Halten, Novigrad. Wir verkaufen, was wir haben und leben wie Könige. Jo, hat sich gelohnt, sehe ich. Das sehe ich richtig. Durchweichte Nachricht. Liebe Wessi, wir können Patrick nicht mehr annähern, daher schicken wir ihn zu dir. Ich weiß, dass es dir... dass du es auch nicht leicht hast mit deinen drei Kindern. Du musst wissen, dass ich dies nicht von dir verlangen würde, wenn es nicht sein müsste. Aber hier in Wien, wenn ich es dir erzählen würde, du würdest das nicht glauben. Bitte sorge für Patrick wie für deinen eigenen Sohn. Wir kommen ihn holen, sobald der Krieg vorüber ist. Ich danke dir tausendmal. Hanna. PS Patrick hat einen Geldbeutel im Gepäck, der ausreichen müsste, um seine Reisebegleiter wie vereinbart zu bezahlen. Es sollte also nicht nötig sein, dass du etwas beisteuerst. PPS Patrick hat Angst im Dunkeln. Wenn du kannst, lass ihm eine Kerze. Also noch mehr Geld soll er ausgeben. Oh, hier liegt noch was. Oh, Assassinenhose, Axtkämpferhose, Silberbaumwolle, leere Flasche, Calcium Equum und Floren. Ja, erstmal abfackeln hier. Erstmal ein Feuerchen machen. Das gucken wir uns natürlich auch wieder an, ne? Was wir hier jetzt hier so Schönes haben. Das ist ein bisschen was wert. Das ist ein bisschen was wert. Okay. Wir lassen das einfach mal so. Speichern. Und ab zum nächsten Punkt. Sind ja völlig auf der Durchreise. Also einen möchte ich wenigstens noch machen. Oben an der Küste. Dann müssen wir jetzt einfach hier nur so lang gehen. Blutmoos. Haben wir auch noch nicht gefunden, ne? Glaube ich zumindest. Doch, kann sein. Wir haben es, glaube ich, schon mal gefunden. Versteckter Schatz. Hier bei Ihnen. Brief mit Wasserschäden.
Molka, ich weiß, dass du nicht mehr schmuggelst. Du hast genügend Geld gespart und willst das Risiko nicht mehr eingehen, sondern deine Zeit mit Frau und Kindern genießen. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wir müssen noch eine Ladung verschieben. Die letzte, versprochen. Es ist ein einfacher Auftrag, nur ein paar Kisten, das Risiko ist gering. Die Belohnung hat es in sich. Bitte mache es. Wenn nicht um das Geld ist, dann um der alten Zeiten willen, Bert. Ja, aber Bert liegt hier auch schon eine Weile. Versunkener Schatz, wo soll denn das sein? Hier im Wasser? Oh je. Oh je, wollen wir den noch holen? Aber ich wette, ich muss erstmal die Armbrust nehmen. Aber ich wette, hier sind ertrunken, ne? Ja, jo, natürlich sind hier ertrunken. Na, das hat sich da gelohnt, ne? Wenn du nicht weiter rumfleucht. Oh, nee, ist hier ordentlich was drin. Was ist denn das für eine Riesenmuschel? Kron, Tabakpfeife, Morana, Rundstein. Das war's? Wow, Wahnsinn. Dankeschön. Dankeschön. Nee, das ist kaum zu glauben. Echt viel Spaß gemacht, sich dieser Gefahr auszusetzen. War schon echt nice, muss ich sagen. Bin richtig zufrieden mit der Welt. Na okay, wir machen in der nächsten Folge weiter, ne? Das geht eigentlich nur noch den Strand lang. Ich werde es markieren. Zum nächsten Haus. Ja, und dann sehen wir uns bis dato, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir plündern hier weiter, bis wir Gold kotzen, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.